Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 im Hardcore-Modus. Heute möchte ich mal wieder in meine alten in meine alten Siedlungen vorbeischauen und da mal wieder ein bisschen was pimpen. Vorher werden wir hier allerdings noch was unternehmen und zwar mache ich erstmal meinen eigenen Sound lauter. Okay, so. Und zwar, wenn wir hier erstmal natürlich einen. Na, komm. Hallo. Ah. So. Einen Funkmasten aufstellen. So. Machen wir das hier mal am Eingang. Da stört es auch nicht. Ja, stimmt. Wir können ja Sachen reinbauen, ne? So rein theoretisch könnten wir auch irgendwo reinbauen. Hier zum Beispiel. Sieht nur ein bisschen kacke aus. Oder da. Ich will es irgendwo hinhaben, wo es gut aussieht. Wo es logisch ist. Ja, logisch ist was anderes. Vielleicht daneben. Packen wir es hier hin. An die Seite. Tada! Muss ich das noch anschalten? Ah, ich brauche noch Strom. Ach. Dinge, die ich vergessen habe. Huch, was haben wir denn da noch? Müll. Müll will ich ja gar nicht hier sehen. Das heißt, heute höchstwahrscheinlich eine Baufolge, je nachdem, wie weit wir kommen. Nö. Warte mal, ich öffne mal kurz die Tür. Wie weit kann ich hier eigentlich rausbauen? Dass sich die Tür automatisch schließt, finde ich echt kacke. Das mit dem Holz finde ich ganz gut. Das können wir gerne so beibehalten. Aber die Ecke hier muss weg. Und der ganze Müll. No. Oder auch nicht. Ach, das kann ich nicht entfernen. Hä? Ach so. Ah, super. Wow. Dafür habe ich jetzt keine Worte. Ja, komm, dann entfernen wir hier den ganzen Scheiß. Wenn schon, denn schon, ne? Wenn ich schon so hart verkacke. Mann, hier kann man nicht mal alles entfernen. Was? Ich kann das entfernen? Okay. Jetzt ist es noch seltsamer geworden. Aber gut. Nein, das ist eine Kamera. Ich werde diese Siedlung höchstwahrscheinlich nicht ausbauen. Eine der Siedlungen, die ich nicht machen werde. So wie es aussieht. Naja, packen wir hier draußen den Generator hin. So. Oh, diese dreckige Tür, ne? Geht das nicht? Kabel anbringen. Das geht natürlich nicht. Ja gut, dann bauen wir noch einen zweiten Generator. Nehmen erstmal dich. Packen dich meinetwegen hier hin. Geht doch. So. Jetzt kommen hier auch Leute hin. Und dich lagern wir ein. So, den Teppich nehmen wir auch weg, damit du schön auf dem Boden liegst. Ich hasse diese Tür. Ich will ja eigentlich sowieso abhauen, ne? Oh Mann, das ist so kacke, dass mein Gestell jetzt nicht mehr da ist. Naja, ich trinke jetzt was und dann laufen wir zur nächsten Siedlung und gucken, dass wir da nochmal ein bisschen was machen, ne? Wobei ich rein theoretisch eigentlich warten müsste. Bis hier jemand da ist. Ah, ich krieg Leben dazu. Guckt euch das an. Der Lifehack. Ich stelle mal kurz mein Leben wieder her, ist ja ganz klar. Hallo? Hallo, Katze.
Okay, das reicht. Das dauert mir einfach zu lange. Guck mal, die Katze hier. Okay, dann lassen wir den Rest erstmal so. Eigentlich muss ich warten, bis hier ein Siedler ist, ne? Dem ich dann beauftragen kann, dass er, ja, kurz woanders hingeht. Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Ich könnte euch locker Im töten. Job wird man nur alt, Glaube wenn man ich. damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Ja, hast du irgendwas Besonderes für mich? Hey, Lukas. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Nö. Dieser Rat ist kostenlos. Dann lass mal sehen, was du so hast. Ich habe einen großen Vorrat. Du hast die Wahl. Mantis. Ist auch verdammt teuer, ne? Was hast du denn hier für mich? Leder, Fiberglas, ballistische Faser, Stahl. Bleib mal noch einen Moment. Ich habe Dinge vor. Ich meine, wenn er schon hier ist, ne? Zum Schrott einlagen. Einladen. So. Dann nehmen wir hier alles mit. Warte, Lukas. Geh nicht weg, bitte. Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Hey, Lukas. Ich biete Rüstung zum guten Preis, falls es dich interessiert. Klar. Ich schau Okay. mal, was du hast. Ich habe einen großen. Verkaufen wir mal ein paar Sachen. Ein chinesisches Schwert. Wieso habe ich sowas? So. Die Heckler und Koch kann weg. Die Impro, Impulsmine. Isha hast du nicht gesehen? Soll ich die behalten? Ja, ich meine, habe ich ja anscheinend noch nicht. Die Weatherarm Sniper. Weiß jetzt noch nicht, was ich loswerden will. Das muss ich eigentlich behalten, ne? Behalte ich mal. So, gepflegter Anzug. Das kannst du haben. Filzhut. Ich dachte, ich habe voll viele schwere Sachen dabei. Also die Power-Rüstung, die wahrscheinlich so schwer ist, ne? Ja, gut. Ich nehme wenigstens das Stahl mit. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Reduziert den Supermund und verursacht Schaden um 50%, ja. Aber gut. So. Ja, ich muss. Ich muss dann wiederkommen. Ich würde sagen, wir platzieren die Power-Rüstung erstmal hier. Dann gehen wir mal zum Schrott. Versuchen einfach so viel wie möglich mitzunehmen. Ich trage schon zu viel. Ah, super. Aber ich brauche das ganze Zeug. Das ist echt Kacke jetzt. Das ist jetzt echt Kacke. Was haben wir denn hier noch an Munition? Sieht meine Munition aus? Stimmt, ich kann eine Munition loswerden, ne? Munition. Was verwende ich für Waffen? So, ich verwende 308er Munition. Stimmt, ich kann die ganzen anderen Waffen hier wegtun, ne? Die Erklangkoch verwende ich, glaube ich. Ja, eigentlich müsste ich Kronkorkenmine mitnehmen. Eigentlich. Ich meine, wäre halt das letzte Mittel, was ich habe, ne? Ach ja, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Hier habe ich auch wieder so viele Sachen. Man hat hier immer so viel Schrott dabei. Oh. Na gut. Ich lege hier einfach mal alles rein. Das ist eine gute Idee. So, dann gehe ich hier auf meine Waffen
und gleichzeitig hier hin. So, dann gucke ich, 308er Munition brauche ich. Gut. 50. Dann brauche ich 9 mm, hast du nicht gesehen? 50. Ach, 49 halt. Und dann fehlt mir nachher diese eine Kugel. Pass auf, so wird's kommen. Mir wird diese eine Kugel fehlen. So, dann habe ich 45er. Ist das die ACP? Müsste sein, ne? Davon nehmen wir auch so 50 mit. So. Dann 10 mm. Davon können wir ruhig ein bisschen mehr mitnehmen. Ich hasse das. Kann ich nicht irgendwie schrittweise nach vorne? 100, ne? Und das war's eigentlich schon, ne? Ah ja, ja. Zelle. Fusionszelle. Ich wiege immer noch so krass viel. Wie werde ich noch gewichtlos? Impulsmine werde ich nicht brauchen. Splittermine behalte ich mal 3. Davon behalte ich mal auch 3. Nehmen wir 3 von allem mit. Das wird schon passen. Die können wir sowieso momentan nicht verwenden, ne? Also, was soll's. Eigentlich verwenden wir die Lasermuskete auch nicht mehr. Wann haben wir sie das letzte Mal benutzt? Vor Ewigkeiten. Ich muss echt Gewicht sparen. Ich habe nicht so viel. Kann nicht so viel tragen. Ja, und dann werde ich jetzt noch ein bisschen meine Hilfsmittel aussortieren. So, wir sind jetzt auf knapp 100 Gewicht. Dann nehmen wir halt jetzt noch ein bisschen Schrott mit. So, bis wir nichts mehr tragen können am besten. Was anscheinend sehr schnell geht. Huch! Da war aber etwas richtig Schweres mit dabei. Heiliger Bimbam, wie man so schön sagte früher. Ich bin ein alter Mann, ich darf das sagen. Wo ist mein Schrott da? Dann legen wir... Dinge weg, die wir nicht suchen. Oh, klingt gut, ne? So, irgendwas, was wir hier noch suchen? Ja, hier Kristall. Beton. Mikroskop, Netzrelaisspule. Notrufsender. Spielzeugrakete, Telefon, Tischventilator und Zahnräder. So, alles, was wir halt wirklich brauchen. Der Rest kann eigentlich weg. Wobei Holz ist immer gut. Irgendwas, was wir noch nicht suchen. Glas kann man auch immer gebrauchen. Okay, gehen wir vom Gewicht aus her. Nur 12 Beton? Glasfaseroptik. Na gut, die Kamera hat das Kristall, was wir dringend brauchen. Ah, hier haben wir noch Ladung Beton. Okay. Kristall. Ja, weißt du was, komm. Irgendwann muss man sich auch entscheiden. So. Und jetzt würde ich sagen, laufen wir mal. Wir laufen mal. Wir sind jetzt hier, ne? Covenant. Volt 81. Oberlandstation müssen wir auch mal wieder. Aber ich glaube, nächste Station wird dann unsere Siedlung hier weiter links sein. Da, Starlight Drive-In, das ist auch nicht so weit weg. Da gehen wir jetzt hin. Oder ich. Wir sehen uns gleich. Es sei denn, es passiert irgendwas. Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast.
Oh, scheiße. Ich habe nicht gespeichert. Ich habe gerade auf mein Handy geguckt. Nein, bitte nicht töten! Dachte, du bist tot! Ich kann alles nochmal machen. Ich habe vergessen zu speichern beim Losgehen. Ich habe auf mein Handy geguckt. So, puh. Da sind wir wieder. Ich habe alles rekonstruiert, so halbwegs. Ich habe irgendwie 20 weniger Gewicht dabei. Ich weiß nicht, woher das kommt oder so, aber egal. Hauptsache, ich habe das Holz dabei und alles. So. Dann wollen wir mal erstmal hier hinlaufen, ne? Ganzen Schrott abladen. Mir fehlt 3 Gewicht. Ich habe irgendwas nicht mitgenommen. Egal. Also 3 Gewicht haben wir weniger als vorher. Ich habe halt mal alles abgelegt und einfach nur rausgesucht, was ich wirklich brauche. So, okay. Als allererstes müssen wir das Holz hier erstmal weiterbauen. Wir müssen noch ordentlich ein Stück vorankommen, ne? So, Holz. Böden. Wieso habe ich davon noch so viele? Wollte ich das mal offscreen machen oder so? War da irgendwas? Ich kann mich nicht erinnern. Nein. So. Dann machen wir das jetzt zusammen. Dann passt das schon. Ich hoffe, dass diesmal von der Höhe alles hinhaut. Damit das alles nicht so kacke aussieht wie vorher. Das hatte mich halt gestört, dass alles so wahllos und so kacke aussah. Was ändern wir jetzt? Ah nee, wir haben nichts eingelagert. Wir hatten einfach kein Holz mehr. Ich baue ja gerade neue Sachen, ne? Ja. Vielleicht kriege ich ja mal ein neues Level up hin. Wäre echt cool. So, soll ich noch enger bauen oder? Ja, wenn ich noch enger bauen will, ist kacke. Ja, machen wir kleine Holzdinger hin. Wie beim letzten Mal auch. So. Seht ihr, alles wird wunderschön. Auch wenn ich gleich schon wieder kein Holz habe. Ich brauche einen Händler, der mir Holz verkauft. Das wär's. Ah, guck mal, wie einfach alles perfekt passt. Komm ich jetzt hier hin? Ha! Okay, den habe ich hingekriegt. So. Wunderschön, alles aus Holz. Ah, ist das toll. Oh, freue ich mich. Endlich funktioniert das mal. Okay, schon haben wir kein Holz mehr. Geilo. Aber wir können noch die kleinen Holzdinger bauen, ne? Davon habe ich 75 noch. Bauen wir hier einmal rum, um das Ganze ein bisschen einzuengen. Ich weiß nicht, dass mir das Holz ausgegangen ist. Wir brauchen echt einen Händler, der Holz verkauft. Und ich glaube, in Vault 81 ist einer. Das wäre dann unser nächstes Ziel, vielleicht in der nächsten Woche. Was sagt ihr dazu? Vault 81? Moment. Du gehörst noch weiter mittig, ne? Soll ja alles gut aussehen. Der Generator. Oh, easy. Wie komme ich jetzt hier raus? Kurze Treppe gebaut. So. So macht man das, Freunde. Und nicht anders. Gut. Wir haben aber hier bestimmt noch ein bisschen was zu machen. Ach, gucke mal. Wie schön. Wir müssen jetzt irgendwie mal nachdenken, wie wir planen werden. Ich meine, ist ja schön und gut, dass wir jetzt hier überall Holz verteilt haben, dass wir hier eine Überdachung haben. Ist auch schön. Hier machen wir Bänke und alles hin, ne? Zum Essen. Würde ich sagen. Wieso arbeitet hier keiner? Ich werde niemals mein Zeug zusammenkriegen, wenn hier keiner arbeitet. Ehrlich, ganz ehrlich. Das wird nichts. So, hier bauen wir erstmal die Zäune hin. Gehört das zur Wand? Nee, ne? Würde aber auch cool hier reinpassen, ne? So eine hübsche Wand. Mit Fenster. Könnte hier so einen Kreis in der Mitte machen.
Dann mit der Treppe nach oben und ich, ach, keine Ahnung. Ich denke zu viel nach. Treppen, Michelangelos, was auch immer das ist. Zäune. Ja, wir haben halt nur diese billigen Dinger, ne? Drahtzaun. Schrottzaun. Ich weiß ja nicht. Muss man das erst finden? Ich glaube, das musste man erst finden, ne? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt hier einfach so viel, was man hier hinbauen könnte. Und es muss ja auch schön sein. Das ist immer noch nicht mittig. Leute, wenn ihr Ideen habt, schreibt sie mir doch einfach in die Kommentare. Was können wir hier alles so Schönes bauen? Oh, guck mal, da arbeitet einer. Da arbeitet einer. Okay, aber wir können ja hier schon mal die Bänke aufstellen, ne? Also, so ist es nicht. Möbel. Stühle. Möbelregale. Tische. Tische, ne? Was haben wir denn hier so Schönes? Ich habe kein Holz dafür. Ja, wenn man kein Holz hat, dann kann man doch nichts machen. Ja, das hier würde funktionieren, so Stahltisch, aber das sieht auch hässlich aus. Ich finde richtig schön. So ein richtig rustikales Tischmöbel. Wie in einem Park zum Beispiel. Hier, diese Parkbänke plus Parktisch. Das wäre das, was ich mir wünsche, aber ich weiß nicht, ob ich das hier habe. Pokertable, Küchentisch. Na gut, wir haben einfach kein Holz und Holz können wir gar nichts machen. Gut, dann würde ich sagen, rennen wir doch einfach mal, zu unserer ersten Stadt. Solange überlege ich, was ich da noch aufbauen könnte. Ich kann ja jederzeit zurückkommen, so ist es nicht. Aber da waren wir halt auch lange nicht mehr in Sanctuary. Sind 10 Personen, sollten wir uns mal darum kümmern, dass da alles läuft. Huch, was haben wir denn hier? Ha. Ich habe nicht gespeichert, Kakerlake, bitte. Töte mich nicht. Was ist das für eine Kakerlake? Alter! Wieso ist die so schnell? Was bist du denn? Guckt euch an, die rennt richtig. Und die stirbt nicht. The fuck, was warst du? Kakerlaken sind nicht so schnell. Oh. Kein Wunder, dass ich nicht zielen konnte. Ich bin ja darauf fokussiert. Heilige Scheiße. Das Ding hätte mich fast umgebracht. Na gut. Krieg ich wenigstens ein bisschen was wieder. The fuck. Hängt das so eine OP-Kakerlake ab? Da ist ein Doc Anderson, wenn wir schon mal hier sind. Können wir mal mit dem quatschen, ne? Das sollte dir helfen. Keine Ursache. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten. Es ist besser, Bescheid zu wissen. Danke für die Hilfe, Doc. Bis bald. Gehst du zu Doc Anderson? Ja. Ich kann echt nur Gutes über sie sagen. Es gibt nicht mehr viel Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ja, die Kakerlake hat mich fast getötet. Sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Gesundheit. Es tut einfach alles weh. Ah, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sollte das aber besser nähen, bevor es sich entzündet. Es wäre cool, wenn man irgendwie eine Markierung setzen könnte, dass hier ein Arzt ist. Anderson ist die Beste, oder? Ja, ja. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Wenn ich schon mal hier bin. Ich fühle mich krank. Ich glaube, das liegt an der Strahlung. Gut. Reinigen wir deinen Metabolismus. Doc Anderson ist die einzige. Kakerlake hat mir ganz schön zugesetzt, ne? Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Vielleicht hätte ich zuerst Strahlung machen sollen. Nein. Wir sind fertig. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht. Sonst war meine Arbeit umsonst. Ja, ich hätte vorher schon Strahlung machen können. So, kann ich hier irgendwas mitnehmen? Nein, schade. Wo bin ich? Kann ich mir das merken? Karte. Museum der Freiheit und Dickichtausgrabung, okay.
Ich hätte hier gerne mehr Punkte gesetzt. So, wir sind jetzt hier in der Red Rock Rocket Raststätte. Und... Ach, guck mal, mein Hundi kann ich direkt mitnehmen, ne? Dogmeat! Los geht's. Los, Junge. Wir müssen gehen. Endlich nicht mehr alleine. Ich muss all meine Begleiter in meine zweite Siedlung umsiedeln lassen. Damit ich da halt ein bisschen was machen kann. Wieso ist da noch ein Tischventilator? Habe ich dich etwa vergessen? Noch irgendwas vergessen? Waffenwerkbank. Nee, sonst haben wir alles, ne? Okay, Rekrutierungssignal Dingenskirchens. Energie, Leitung, Licht, sonstiges. So, mir fehlt natürlich Kristall. Geil. Na gut. Dann lassen wir es wieder. Ich dachte, ich habe das Zeug mitgenommen. Habe ich doch eigentlich gemacht. Ich habe den ganzen Müll abgeladen. Aber eigentlich habe ich doch eine Route. Eine Transferroute. Habe ich die da schon gemacht? Ich weiß es nicht. Naja, da sind wir wieder zu Hause. Schön im nuklearen Winter. Ah, und da arbeitet einer. Huch. Hat sich die Brücke komplett entfernt? Ich glaube schon, ne? Na gut, aber jetzt, wo wir ja in Dinge reinbauen können, können wir hier auch ein bisschen was machen. Meine Fresse, sieht das hier kacke aus. Guckt euch das an. Hier ist alles für den Arsch. Aber auch alles. Na gut, das hier sollte ja die Eingangshalle werden, ne? Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch... Na, ne, so eine Mauer geht ja nicht. Es geht, glaube ich, nicht. Hi, wie geht es dir? Oh, mir geht's ganz gut. Und dir so? Gut, fangen wir mal an. Ich glaube, wir können nicht nochmal so eine Wand setzen, ne? Die rastet doch. Ach, guck mal hier. Das würde halt kacke aussehen. Weißt du, gerade wo ich das alles perfekt hingekriegt habe. Oh. Oh, shit. Kann man die Konsole öffnen? Ich komme hier nicht mehr raus. Nicht dein Ernst. Konnte man nicht eine Konsole öffnen oder so? War das auf T? War das irgendein anderer Knopf? Okay. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich bin irgendwie aus dem Spiel geflogen. Oh nein, ey. Warum passiert mir das ständig? Ich habe nicht geschlafen, als ich drüben war. Ja, geil, der Arzt ist nicht mehr da. Ich habe nicht gespeichert. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das ist zu viel. Oh, nein. Nein, oh Gott, was willst du denn jetzt hier? Was macht der hier? Der war nicht hier. Zum Glück hat er eine Schrotflinte. The fuck? Hier ist hier random so ein Raider einfach. Das Spiel mobbt mich. The fuck. Auf diesem Weg war nie etwas. Hier waren die leuchtenden Red-Dinger, weißt du, und dann war nie wieder was.
Hätte der mich jetzt getötet, ich hätte die Folge beendet. Ich hätte die Folge beendet, Leute. Oh, oh. Helft mir, Leute, bitte. Ich will nicht sterben. Nicht nochmal. Haben Gesellschaft. Genau. Okay. Macht die Hunde einfach kaputt. Das war echt Glück. Ach, ich kotz gleich. Das Spiel will mich mobben. Was soll denn der Scheiß? Warum kann ich mich alleine spielen? Da liegt noch eine. Und da ist noch eine. Nicht mit mir, Bro. Nicht mehr. Okay, aber das war nicht die Arztstelle. Die Arztstelle war hier irgendwo. So, diesmal habe ich die Sachen mitgenommen. Und diesmal können wir auch dann so ein Ding ins Kirchens hier aufstellen. Gott sei Dank. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall noch keine Route. Gut zu wissen. Ich brauche noch einen Generator. Übrigens, der Arzt war diesmal da. Diesmal keine Minen. Hat diesmal Glück gehabt. Oh Mann. Ja, dann gucken wir mal. Dass ich gleich auf jeden Fall erstmal schlafen gehe. Oh. Okay, dann geh du erstmal dahin. Hä? Spiel? Alles muss man hier so machen. So. Ein bisschen tricksen. Dann passt das schon. So. Sieht doch gut aus. So, jetzt müssen wir da nur noch ein paar Leute reinkriegen und dann ist alles gut. So, und jetzt geht's wieder dahin, wo wir gestorben sind. Also in die Lücke gefallen sind. Wir sollten versuchen, nicht in diese Lücken zu fallen. Rein theoretisch könnte ich... Ich kann diesen Reifen... bis... nach Sanctuary schieben und da verbrauchen. Rein theoretisch. Ob ich das brauche, ist eine andere Nummer, aber naja. Ah, so, ich bin wieder da, Jungs. Hat mich nur eine halbe Stunde Zeit gekostet. Folge kommt heute später. Wisst ihr Bescheid? Ich war gut in der Zeit, bis alles schief gelaufen ist. Ich darf da echt nicht reinfallen. So. Erste Amtshandlung. Du kommst weg. So. Du warst ja schon richtig dufte, ne? Bei dir hat alles gepasst. Dich lagere ich ein. Dich lagere ich ein. So. Dann... Holz. So, so. Ach, kein Scheiß, ich dachte, du tötest mich. Ich habe auch kurz vergessen, dass ich geschlafen habe. Oh, du kommst hier nicht rein. Oh. Oh doch, er kommt rein. Er kommt mit ein paar Schwierigkeiten. Das müssen wir alles neu machen. Das muss alles nahtlos sein. So, okay. Nehmen den Holzboden, platzieren ihn perfekt. Und die Idee geht's gut, ja? So. Oh, guck mal, wie schön der platziert ist. Noch ein bisschen schräg, glaube ich. Bist du so gerade? Können wir das testen? Was zum... Nein, ich habe hier den Boden gebaut. Super. Rippholz. Ich hätte dich da gebrauchen können. Komme ich noch irgendwie an den ran? Wie gehe ich nochmal in den... Da. Ah, ich komme ran, ich komme ran. Scheiße, ich komme nicht ran. Die kommen nicht damit klar. Die kommen mit dem Boden nicht klar, den ich gemacht habe. Fliegen die ganze Zeit aufs Maul. Oh.
dreh durch. Was ist denn das? Klingenkorn habe ich hier. Scheint wirklich was zu werden. Nice. Gut, dass sich keiner darum kümmert, außer ich. Ihr sollt euch doch darum kümmern. Was ist denn los mit euch? Ja, so viel dazu. Mehr konnten wir hier nicht machen. Mir fehlt einfach Holz. Aber das passt schon. Dann gehen wir hier nämlich geradeaus. Und dann muss ich das hier auch nochmal neu machen. Gucken wir mal. Ich gehe erstmal zu einer Werkbank. Dann holen wir uns da nämlich Munition. Ein Fusionskern raus. Da haben wir 3 von 3. Und dann gehen wir halt direkt zu Vault 81, würde ich sagen. Weil wir brauchen irgendwo, wo man Holz handeln kann. So, Vault 81 ist da unten, ne? Ach du Scheiße. Haben die mich gesehen? Ich glaube, die haben mich nicht gesehen. Wo laufen die denn hin? Oh. Easy ausgeschaltet. Schade, ich habe eigentlich gehofft, dass da ein Legendärer dabei ist. Aber, naja. Was machst du denn die ganze Zeit? Wieso bist du so verwirrt? Naja, wo sind wir jetzt? Oh, wir haben knapp die Hälfte geschafft. Warum greifst du die denn an? Die haben dir doch gar nichts getan. Die armen Hirschkühe. Was haben wir denn da? Ich tue euch nichts. Das ist Munitionsverschwendung. Ich habe nicht so viel Munition dabei. Sind die erstmal voll ängstlich. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch da vorbeischauen, ne? Und sterben. Ich muss heute den ganzen Tag machen. Das kann ich leider nicht einsammeln. Oh, shit. Hat er mich schon gesehen? Komm zurück. Hey, Kackbratze. Ich weiß nicht, wie du noch brüllen konntest, aber herzlichen Glückwunsch, dass du es noch geschafft hast. So, was haben wir denn hier so Schönes? Rocky Narrows Park. Okay. Ja, das sind nur die Hirschkühe. Sind wir hier in der Nähe unserer Siedlung? Das kommt mir so vertraut vor. Ja. Irgendwo hier. Da. Okay, ich war ein bisschen nervös. Sind hier noch mehr Kackbratzen? Oh, ich erinnere mich, als ich das erste Mal hier war, hatte ich richtig Probleme mit denen. Oh, Betten, ich kann kurz schlafen. Ja, nice. Scheiß Ding. So, da unten sind nur die Hirschkühe unterwegs gewesen, ne? Ja, gut, dass ich nicht von unten reingelaufen bin, sonst wäre ich tot gewesen. Gut, schlafen wir mal eine Runde. Kurz abspeichern. Kann die schaden. Und dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Guck mal, da ist eine grillende Familie. So, was haben wir denn hier? Eine Cold. Mit 80 Schaden. Okay, Heckler und Koch Munition. Mein Heckler und Koch kann ich schön verkaufen. Und Metallrüstung. Ich bin schon wieder weg. Guck mal, eine nette, fröhliche Familie. Knochen des rechten Arms. Oh. Tut mir leid. Ich habe sie getötet. Einfach so. Okay. Weiter geht's.
So. Mir ist gerade eingefallen, hier ist ja noch unerkundetes Gebiet, deswegen schalten wir uns hier einfach wieder an und gucken mal, was wir hier so Schönes noch erleben werden. Ich meine, wir können ja unterwegs hier noch ein bisschen was angucken, wie zum Beispiel hier. Wir müssen ja nicht direkt durchlaufen. Es sieht doch direkt nach Käfern aus oder so. Seltsame Musik. Good Grey Garden? Nie gehört. Bin ich zum ersten Mal hier. Ist auch nicht auf der Karte verzeichnet. Also ist jetzt kein Gebiet, wo man rumlaufen muss. Ich habe keine Ahnung, wie du von oben gekommen bist, aber ist egal. Hier wird der ganze Schrott mitgenommen, ist ja ganz klar. So, hier ist alles leer, geil. Essen, Kochtopf, Kochplatte, Toaster. Ja, nehmen wir alles mit hier. Ist ganz klar. Ein Hut, nichts. Nutzlos. Unzugänglich? Habe ich ja noch nie erlebt. Was ist denn das für ein Ort? Ich finde es hier echt ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Okay, gehen wir mal in den Keller und gucken in den Keller, bevor wir da rausgehen. Das Schloss kriege ich nicht auf. Experte. Okay. Gehen wir raus. Schade, dass ich wünschte, ich könnte bei sowas Markierungen setzen. Ich meine, ich als normaler Mensch würde mir da einfach ein Kreuz auf der Karte machen und sagen, hey, da gehst du auf jeden Fall mal hin. Oder ein Kreis und ein Kreuz, wenn ich durch bin. So würde ich das machen. Ja, dafür, dass ich heute viel bauen wollte, haben wir ja nicht viel gemacht. Ich nehme jetzt bestimmt schon, locker eine Stunde auf. Vielleicht schon länger. Habe erst eine halbe Stunde Material. Weil ich 50 Mal gestorben bin. Geil. Wir sind jetzt im Ort. Vielleicht kann ich mir das merken, wenn ich irgendwann so weit bin, um das aufzuschließen. Es würde mich ja mal interessieren, was da unten ist. Ihr könnt ja mal in eurem Account hingehen und gucken. Und sagen, Zero, das lohnt sich nicht, oder Zero, das lohnt sich. Hier ist eine Siedlung. Irgendwo ist hier eine Siedlung in der Nähe. Ich will nichts von dir, Dogmeat. Verzieh dich. Manchmal schon so ein Hund, so ein bisschen nervig, ne? Welche Siedlung ist hier in der Nähe? Da. Hier ist irgendwo eine Siedlung. Da gehen wir mal hin. Ach, die Siedlung mit den Robotern. Stimmt. Grey Garden. Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Ist du uns? Green, mein Name, und Handel steht auf dem Programm. Bereit fürs Feilschen im Garten? Handeln wir. In Ordnung. Holz. Aber nur 50. Besser als gar nichts. Habe ich was, was ich dir anbieten kann? Hier, der abgenutzte Filzhut. Den kannst du haben. Den kannst du haben. Hier die Weinflasche. Hier, Clown Koch. Ah, jetzt sind wir schon ein bisschen mehr im Plus. Hier, kriegst noch 3 Splitter. Bienen. Ja, kostet mich zwar ein bisschen was, aber naja. Passt schon. Wenigstens habe ich jetzt schon mal ein bisschen davon bekommen. Beton, wie teuer ist Beton? Beton brauche ich nämlich auch. Also, das ist doch irgendwas Tolles? Nee. Bereit, deinen großartigen Einkaufstag zu starten? Spielshow-Moderator. Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Das ist die korrekte Antwort. Gut gemacht. Ladies und Gentlemen, sollen wir der glücklichen Gewinnerin verraten, welchen großartigen Preis sie gewonnen hat?
Ich habe was gewonnen? Was habe ich denn genau gewonnen? Hier entlang bitte. Schauen wir uns den großartigen Preis einmal an. Bin ich tot? Wow. Hä? Aufseher Green? Ein brandneues Auto. Wow. Wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, atomar betriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. Wie klingen 100 Kronkorken? Ich habe eine Idee. Machen wir einen Deal. Oh, es tut mir leid, du hast dein Glück zu sehr herausgefordert. Ich fürchte, ich kann dir nur 100 Kronkorken bieten. Hier, bitte. Nun, es war mir eine Ehre. Danke, dass du mitgespielt hast. Bitte. Jetzt gebt mir euer Zeug. Ich weiß nicht mal, warum ihr hier Sachen erntet. Ihr seid verdammte Roboter. Ist ja nicht so, als würdet ihr euch da irgendwie Energie draus machen können. Aufseher Green, Mr. Handy. Kann ich hier schon direkt was bauen? Nö. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Okay. Keine Menschen? Es gibt hier keinen einzigen Menschen? Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Ja, das Genie hat definitiv recht. Ich erinnere mich an ihn, oh. Ich erinnere mich an ihn. Er war einer der leitenden Ingenieure von Robco. Aber mehr als nur ein bisschen exzentrisch. Du scheinst etwas verwirrt zu sein, Liebling. Du bist viel zu jung, um dich an Dinge zu erinnern, die vor dem Krieg geschehen sind. Ich war in einem Vault, im Kälteschlaf. Verblüffend. Ich muss sagen, Liebling, du siehst erstaunlich gut erhalten aus. Also, wo war ich? Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze, so wie auch die anderen Aufseher. Wieso hat Dr. Gray euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Gray hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Das Wasser? Das Wasser? Es ist schrecklich. Das ist es. Einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Okay. In Ordnung. Wunderbar, einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei.
Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Ja, okay. Wassermarsch hat begonnen. Untersuche die Wasseraufbereitungsanlage. Wo ist die denn genau? Ist die auf unserem Wege? Karte. Ja, die ist auf unserem Weg. Dann ziehen wir uns die rein. Schauen wir mal. Wir können hier leider... Sorry. Wir können hier leider nicht schlafen. Auch wenn hier ein Lagerfeuer ist. Oder ich schau mal, ob wir hier irgendwie... Habt ihr hier Betten? Ich meine, ihr müsst nicht schlafen, das weiß ich. Vielleicht habt ihr jetzt einfach Betten hier, einfach so. Bring mir ein paar Mutterbeeren für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Ich könnte hier später eine ordentliche Mutterbeeren-Plantage machen. Und dann die an ihn verkaufen. Ganz einfach. So, waren wir hier drinne? Ich weiß es nicht. Gut, Greyyard. Grey Garden. Aber wir können doch hier auf jeden Fall schlafen. Nehme ich an. Okay. War hier im Bett? Nein. Gut, dann halt nicht. Ja, das ist kacke. Bin jetzt so weit gelaufen. Ich hätte ehrlich gesagt gerne im Bett. Oder war hier nebenan eins? Nein. Na gut. Rennen wir einfach weiter und geben unser Bestes. Wird schon schief laufen. Ich wollte eigentlich ja über die Brücke, aber... Zur Not schwimmen wir halt rüber. Das passt schon. So, ich könnte was zu trinken gebrauchen, ne? Also wirklich durstfrei will ich jetzt nicht. Und dadurch, dass ich in meinem eigenen Bett geschlafen habe, wurde ich auch noch krank. Geil, ne? Und wo kannst du jetzt noch schlafen, ohne dass du stirbst? Nirgends. Überall wirst du krank. Überall ist die Pest. Supermutanten sehe ich. Müssen wir da hin? Ja. Oh Gott, den muss ich loswerden. Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben, wenn ich nicht weglaufe. Muss doch irgendwo ein Bett in der Nähe sein. Weißt du, eigentlich gibt es hier extrem viele Betten. Man muss nur wissen, wo die sind. Aber ich weiß es halt nicht. Oh. Nö, hier ist nichts. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wenn ich die töte, kommt bestimmt die Mama raus, ne? Moody ist bestimmt da. Okay, aber Mutti will nicht rauskommen. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir müssen an den Supermutanten vorbei und da ist einer mit einem Raketenwerfer. Das ist ein bisschen uncool. Wir müssen den mit dem Raketenwerfer finden. Und im besten Fall ausschalten. Dann haben wir eine gute Chance, sie einfach wegzusnipern.
Ich sehe da zwar einen, aber das ist nicht der mit dem Raketenwerfer. Scheiß Gras. Ich kann da nicht reingehen, bis der tot ist. Das ist hoffentlich klar. Ich weiß nicht, ob der das war. Offensichtlich nicht. Scheiße. Nein. Bleib mir bloß weg. Das ist ein scheiß Selbstmörder. Ich hab das Piepen gehört. Scheiße. Nein. Lass mich bloß in Ruhe. Fuck. Da war noch ein zweiter, der mich gesehen hat. Ah, ich wollte das Ding treffen. Ja gut, der ist aber halb tot. Scheiß Selbstmörder, ey. Puh. Er ist noch hier irgendwo. Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Fuck. Braves Hundi. Wo ist denn noch einer? Ist das der Raketenwerfer, Heini? Okay, eine billige Waffe. Ich find's gut, dass die Supermutanten keine neuen Waffen haben. Die waren früher schon schrecklich genug. Wo ist der Selbstmörder hingelandet? Ich will seine Mini-Atombombe haben. Siedler! Okay. Dr. Force Süßes Notizen. Bin an meiner Grenze angekommen. Bald kann ich nicht mehr tragen. Okay, Inventar, diverses. Liste benötigter Vorräte. Stimpaks, so viele wie möglich. Antibiotika, funktionsfähiger Thermometer, wenn du eins finden kannst, Reagenzgläser. Kontaktiere Officer Edwards nach deiner Ankunft über die Sprechanlage. Ist das für Vault 81? Edwards, müssen wir uns merken. Ich weiß nicht, wo der Selbstmörder hingeflogen ist. Schade. Aber der Raketenwerfer ist noch da. Ich kann nichts sehen. Und die Radioaktivität. Geil. Ah. Irgendwer auf dieser Welt hasst mich. Scheiße, Mann. Ich komm da nicht hin, solange der Raketenbefehl die da rumhängt.
Ich habe es geschossen, um ihn aus der Reserve zu locken. Ich finde ihn nicht, ich kann da nicht reingehen. Das ist jetzt richtig scheiße. Zumindest den Hund haben wir. Das war er. Sehr schön. Dann gehen wir mal rein. Das warst du doch, oder? Rakete, okay. Ich kann das leider nicht mitnehmen. Ah, ich muss da rein. Oh, ist das widerlich. Oh. Ohne gespeichert zu haben, wenn ich jetzt sterbe, ich fange einfach an zu heulen. Oh, du hast was gefunden? Wo bist du? Was hast du gefunden, mein Kleiner? Die Tür? Ein Skelett? Oh, ein Bett? Ein Bett. Oh, du bist der Größte. Oh, danke. So, die Heckler und Koch kann ich leider nicht mitnehmen. Weil ja, die hat einen Schalldämpfer. Was sagt meine Waffe? Da, 60, ne? Die verwendet 10 mm Patronen. Oh mein Gott. Will ich haben. Heilige Scheiße. Ich überladen? Ich bin überladen. Ich habe 10 Gewicht verloren. Küss mir doch die Füße. Ja, dann tschüss, geehrte 10 mm. Dich werde ich jetzt nicht mehr brauchen. So, habe ich Kleidung aus Versehen mitgenommen? Nein. Wasser kann ich nicht trinken. Gehen wir mal auf Schrott. Irgendwas, was viel wiegt? Benzinkanister. Das brauchen wir fürs nukleare Material. Braminleder. Das kann weg. Kaffeetasse. Kamera brauche ich. Sowieso habe ich so viele Sachen dabei, die ich suche. Ich habe es nicht abgelegt. Ich glaube, ich habe es nicht abgelegt, ne? Wieso habe ich so viel Beton dabei? Weil ich es nicht abgelegt habe. Deswegen kann ich nichts tragen. Ah, gut. Das ergibt wenigstens Sinn. Verbindungsstange, ey. Okay, wir haben gespeichert. Wir haben eine richtig geile Waffe bekommen. Ich gehe jetzt nochmal schlafen. Oh, ist das geil. Eine 10 mm. Ich habe eine Heckler und Koch, die 10 mm benutzt. Das ist richtig gut. Weil das ist eine der häufigsten Munitionsarten, die man findet. Oh, ist das geil. So lob ich's mir. So lob ich's mir, Freunde. So. Mal kurz mein Spiel hier weiterspielen auf dem Handy. So. Okay. Sollte auf jeden Fall nur das mitnehmen, was ich brauche. Und jetzt ziehen wir die wieder. Und da hat die auch noch Schalldämpfer, Leute. Ist richtig gut. Ich hab ja meinen kleinen Dude dabei. Der eine Machete trägt.
Lee, das war's. Ist das dein scheiß Ernst? So, du kannst... In meiner Erinnerung konntest du viel, viel mehr tragen. Okay. Der konnte doch mal viel, viel mehr tragen. Ist ja gar nichts. Wahrscheinlich wurde genervt. Weil alle ihn mitgenommen haben, weil er der beste Begleiter ist. Ich brauche Taschen für dich. Falls es sowas gibt. Gibt es für den Hund Taschen? So Leute, aber bevor wir jetzt hier diesen Bereich erkunden, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Und dann werden wir hier sterben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.